Danke sehr. Bitteschön. Ich schiebe jetzt noch mal schnell einen Clip dazwischen, nur zur Erklärung, weil es in Folge 1 nicht jeder verstanden hat. Es ist nicht so, dass die Leute hier auch wirklich auf die Antworten kommen sollen. Dafür sind die Fragen viel zu schwierig und viel zu speziell. Es geht wie bei Genial daneben darum, dass die Antworten möglichst kreativ und witzig sind. Und jetzt fangen wir an. Willkommen zur zweiten Folge von Abgefuckt, ohne lange rumzulabern, denn wir spielen jetzt weiter. Was gibt's heute als Strafe? Heute müsst ihr gucken... Der Kaufhauskopf 2. Oh, nee, besser, Kindsköpfe 2. Oh. Kindsköpfe 2. Okay, pass auf. In diesem Film wird genau 569 Mal das Wort Fuck benutzt. Weltrekord. Über welchen Film reden wir? Gut. Dann fängst du wieder an. Clerks? Nope. Kevin Smith? Oh, großartig. Ich habe drei Sachen. Einmal South Park, der Film. Nee. Wolf of Wall Street. Oder Fight Club. Was hast du? Es war, ich hab Pulp Fiction, Deep Throat und alle Filme mit Gina Wild. Nee, es war tatsächlich Wolf of Wall Street. Wow! Ja, 0-1-0. Schaut euch den Honest Trailer dazu an, dann wird's doch, glaube ich, auch gesagt. Erster Punkt. Star Wars steckt voller Anspielungen. Auf dem Schrottplatz von Watto in Episode 1 findet man eine Requisite, die aus einem anderen Weltraumfilm bekannt ist. Um welchen Gegenstand handelt es sich? Dann schieß mal los. Also entweder ist es ein Stück aus der Brücke der Enterprise, das ist HAL aus 2001, oder das Raumschiff aus E.T., denn da gibt es auch Anspielungen, nämlich im Senat. Oh. War da schon was dabei? Eins kam dem relativ nah, aber war es auch nicht. Gott. Also ich habe ein Shuttle aus Star Trek. Nope. Battlestar. Nope. Der ganze oder Battlestar? Der Helm von Lord Helmchen. Das ist so blöd, das schreibe ich auch nicht mal auf. Ich habe das Hoverboard. Nope. Aus Back to the Future, oder was? Ja. Dann habe ich auch E.T. oder seine Süßigkeiten. Diese, wie ist das? Du meinst, dass E.T. da rumliegt? Ja, oder? Genau. Es geht um nicht. Technik, oder? Und dann habe ich, einen Roboter. Ein Roboter? Nee. Ich würde gerne Marius einen halben Punkt dafür geben, weil HAL dem gar nicht, also kann dem nahe. Es ist nämlich aus 2001, Odyssee im Weltraum. Es ist allerdings die Kapsel, die da. Uma Thurman hat ihre Rolle als Mia Wallace in Pulp Fiction eigentlich abgelehnt. Was tat Tarantino, um sie doch noch zu überreden? Tequila gegeben und in ein warmes Pool gelegt. Was gibt's? Das mein erstes wäre eine Fußmassage. Das zweite wäre ein Koffer mit seiner Seele. Und das dritte ein Date mit Harvey Keitel. Nee, alles falsch. Ich hab, er hat sich nach Strich und Faden abgefüllt. Nee. Mit Tequila, unter anderem. Ja, nee. Und ja, auch, er hat ihr seine Füße gezeigt. Nee, auch nicht. Aber meinst du, Tarantinos Füße sind schön? Das weiß ich nicht. Ist, dass also seine anscheinend eigenen ja, wenn Uma Thurman daraufhin gesagt hat, dass sie mitmacht. Ja, dann hat er die geile Füße in der Welt. Ja. Oder vielleicht ist das vorher passiert, dass sie abgelehnt hat. Also, entweder hat er eine Atombombe gestohlen, ihr gedroht zu zünden. Oder er hat hier einen Film mit einer Hauptrolle versprochen, das wäre Kill Bill gewesen. Nope. Alles also, gut. Der letzte war aber gut. Ihr werdet überrascht sein, wie langweilig die tatsächlich Antwort ist. Er hat ihr Gage erhöht. Er hat ihr einfach in einem sehr, sehr langen Telefonat das Drehbuch vorgelesen. Das war's. Boah. Boah, das ist aber überraschend. Ja, ne? Deswegen hat man Fantasie, weil die Realität so boring ist. Ja. Was ist das Besondere an Heath Ledgers Joker-Make-up in The Dark Knight? Alles klar, wer möchte anfangen? Ist eigentlich ganz einfach. Das ist nämlich vor allem das Rote vom Mund mit eigenem und echtem Blut gemacht. Nein, leider nicht. Okay. Aber das, gute. Das andere ist, Heath Ledger hat es sich selber aufgetragen, damit es richtig schön abgefuckt aussieht. Es hat jemand anders drauf gemacht. Eine Sekunde, das war richtig. Was? Hey, das habe ich auch. Das hast du auch? Das musst du aber jetzt beweisen. Ich habe geschrieben Bleichmittel, er hat es selbst gemacht. Er hat es selbst gemacht. Oder es ist vegan. Lecker. Geil! Ich habe nur gedacht, dass es Heath Ledgers echtes Gesicht ist. Ja. Ja, und dass hier dieses Jersey-Smile, Christopher Nolan, irgendwann ist erinnert, total boring. Nee, das war theoretisch richtig. Ledger glaubte nämlich, da Joker sein Make-up selber kaufen und anlegen würde, er selbst es auch so tun sollte. Also ging er in die Drogerie, kaufte sich alles ein, schminkte sich selbst und die Maske von The Dark Knight kopierte das, was Ledger gemacht hatte. Ich würde sagen, ich habe gewonnen, ne? Hat er tatsächlich. Der Loser. Ja. Aber damit hast du verloren und musst schon wieder. Muss ich Adam Sandler Scheiße gucken. Darum geht es eigentlich wirklich. Wer hat verloren? Jonas, du darfst dann zu Hause The Dark Knight gucken. Oh, geil. Ja.
Yeah. Nackt mit Heath Ledger Make-up. Ich werde es kontrollieren. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr könnt auf jeden Fall hier irgendwelche Videos verlinken. Ich weiß jetzt selber noch nicht, was ich da reinpacke. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder hier bei die Filmfabrik. Mittwoch 18 Uhr zur nächsten Folge. Abgefuckt.